Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir füttern jetzt hier nochmal die Bullen. Ich denke, wir haben noch ein, zwei Mal fahren müssen. Und dann haben wir das Füttern erledigt. Dann gibt es kurz Wasser. Und dann werden wir noch einmal Silage fahren. Laufplan und dann ein bisschen Holz machen. Denke ich mal. So laut Plan immer, ganz grob. Kann sein, dass sich was ändert. Irgendwelche Ereignisse, wie Erdbeben oder sowas, ne? Man weiß ja nie. Aber gut, das kommt ja hier nicht vor, ne? Ist ja nicht vorgesehen. Na, normalerweise jetzt nachher noch Bäume. Fellarbeiten gehen ja nicht. Wir haben die Silage. Ist ja eine Silo lassen wir noch zu. Falls wir Probleme kriegen mit dem Futter, ne? Weil nächstes Jahr haben wir ja im Prinzip, na gut, man könnte auch Ballen machen. Aber ich will Heu machen. Heu ist das erste. Und dann vielleicht mal Silage mal sehen. Mal sehen. So. Ja, Stahlbaum wollte ich noch, ne? Also Geld wird knapp. Ja, wir brauchen noch für die Ernte einen Drescher. Wir haben eine Sämaschine da, eine. Das wäre, ist nicht allzu viel, aber ist eine große. Aber original, ne, wie es sein soll. Also keine, die schneller fährt als schnell und keine, die irgendwie... Brauche ich hier auch nicht. Wir brauchen keine Motzfrüchte haben, ne? Wir haben ja keine hier. Ja, wir haben eine Gruppe. Weil die Maschine kann nicht gruppern vorher, aber sie kann alles aussehen von bis rüben, ne? Also auch Mais zum Beispiel und Mais, Soja, auch Getreide, das alles kann die, aber wie gesagt, die muss vorher gruppert werden. Also Felder, die jetzt nicht geflügt werden müssen, müssen vorher, da wir aber einen großen Grupper für, mit einem großen Traktor, das geht aber eigentlich schnell. Ansonsten haben wir einen Flug da, für die Fälle, wenn wir flügen müssen. Aber das ist noch lange hin, also wir haben jetzt späten Winter, wo gesagt, morgen schon Frühling. Aber die Wettervorhersage sagt nicht Gutes voraus, ne? Also Spätwinter eigentlich. Das heißt auch noch kalt eine Weile. Und dann erst so nach März können wir einplanen, nach und nach. Die 12 war ich bei und hatte mal Grill ausgefahren, angefangen und die Rapsfelder und das eine Weizenfeld ist soweit gedüngt, alles ist durch. Da ist noch eine Traktor draußen, wo wir noch zurückfahren. Ansonsten sind Feldarbeiten aktuell nicht möglich. Ist ja logisch, ne? Also ist Schnee drauf. Wir können im besten Fall das Fahrzeug, wir können das Fahrzeug ja zurückfahren. Den anderen, der kann da bleiben, weil da ist ja noch fertig zu arbeiten, ne? Mit Gülle, die wollen wir ja loswerden, ne? Die Gärreste. Also, sag mal, kostenlosen Dünger, den kriegen wir sonst nicht, ne? Und da ist der Traktor fürs. Mit dem können wir flügen und mit auch entsprechend Gruppe. Das ist ein großer Gruppe, da geht vorwärts. Aber alles original und nichts gescheitert und so. Ja, und das andere, was ich zur Zeit einen Mod habe, ist der Autoloader für Holz und zum Bäume fällen. Der kann 12 Meter abschneiden. Ne? Die anderen können es nicht. Die anderen können 8. Glaube ich, 8 können die, glaube ich, maximal. Aber da wäre auch ein Originalfahrzeug gegangen, also so ist das nicht. Also alles so tragisch. Aber gut. Anhänger für Paletten muss man noch haben. Müssten wir noch. Weil. Aber aktuell reicht mich schon aus. Denn wir haben aktuell letztes Jahr kein Heu machen können. Zum einen hatten wir.
keine Fläche für gehabt, für Wiese und so. Und wir hatten auch nicht das nötige Wetter gehabt. Wir hatten also Heu höchstens eintrocknen müssen, ne? Also eine Trockenanlage bauen. Gut, hätte ich ja machen können. Heutrockner habe ich ja. Von daher ist das sicherlich möglich. Und dieses Jahr machen wir aber Heu. Wir haben eine Wiese angesät auf die 38. Und da werden wir erstmal Heu machen und später auch Silage mit Ballen. Wieder noch ein. Das ist voll. Das ist der eine, das ist voll. Und der andere ist auch voll. Fast. Nicht ganz, fast. So, haben wir neue Tiere. Ist ja nur bald zu weit, ne? 0,1, 0,7, 0,1, 0,8. Das sind die Tiere, die Nachzügler sind, ne? 0,6. Ich habe zwei Neugeborene. Ich habe zwei Kälber. Schön. Weiblich, weiblich. Unser Stall wird größer. Inhalt. Oh ja. Wir haben die ersten beiden Kälber. Dann werden wir bald Milch kriegen. So, wo ist der Trigger dafür, ne? Also wir hätten schon Milch. Mal ganz kurz gucken. Milch haben wir auf jeden Fall schon. Aber Milch 62 Liter. Wahnsinn. Wahnsinn. Ein bisschen warten. Dann können wir auch Milch verkaufen. Jetzt rentiert sich der Stall, ne? Beziehungsweise. Also die Mastbullen, die gehen jetzt eh die nächsten Tage weg. Im Frühjahr gehen die weg. Das ist dann schon mal vorgesehen, ne? Also wir haben jetzt hier R. Und zwar würden wir jetzt aktuell, muss ich aufpassen, männliche Tiere, also hier ist ja eh extra, würden bringen 1700. Und wenn ich ein männliches Tier kaufe, gleiche Sorte, 1082, also 0,6 Jahre gekauft, 281 Kilogramm, würde 1000 Euro kosten und ich würde jetzt für 1700 verkaufen. Das heißt, ich würde pro Tier 700 Euro verdienen. Muss ich mal schauen, 776, ob da noch ein bisschen mehr rauskommt. Gewichtmäßig, die kosten alle so 1007. Die nächsten kosten, würden 1006 bringen, 1007. 1007. im Schnitt. Ach so, jetzt haben wir hier. Da habe ich Opa-Tiere für, aber. Kann man hier nicht sehen. Doch, da kann man da sehen. Ach so. Saale, 1,7. Ich habe ein bisschen gemischt, ne? Also noch verkaufe ich keine. Ich würde eher mit dem Links fahren, mit dem Viehtransporter. Ich habe glaube ich gar keinen mehr. Den fahren wir hier wieder rein. Trockenhalle, ne? Wieder Mist gemacht, die Brüder. Ja, die ersten Kälber sind da, das ist schön. Schade, dass man nicht erkennen kann, ne? Also normalerweise ist ja so, Kälber sind ja kleiner, ne? Aber das kann man nicht erkennen. So, gut. Mal schauen, wo der Trigger ist. Ja, soll hier vorne irgendwo sein. Dann fahren wir den mal rein. Mal probieren, ob ich das Heu da reingeworfen kriege. Weil ich aber nicht die Erfahrung gemacht, wo ich rausgefahren habe, dann war das Heu mit einmal Fladi weg. Ob das Absicht war,
Das weiß ich nicht. So kann ich die Tiere ja noch füttern, ne? Mit Heu. Zusätzlich. Hat ja mal Geld gekostet. Da wurde ich draußen gefahren. Ich wollte Stinks fahren zum Futtermischwerk. Und auf halbem Wege war der Ball verschwunden. Hat sich aufgelöst und nichts. So wie hier. Jetzt müssten eigentlich 8000 drin sein. Dann haben sie nur 4000. Leute. Das ist. Ich weiß nicht, wird nass geworden und lösen sich auf, ne? Also weiß man's. Silageballen wäre das nicht so problematisch, da wäre es mit Folie eingewickelt, aber Heuballen und Strohballen. Ein Silageheuballen steht noch mal ein Händler, aber deswegen fahre ich da nicht hin jetzt. Also, kauft, dass wir noch einen Eingeladen kriegen. Zu schenken haben wir nichts, ne? So, jetzt haben wir einiges eingeladen. Müsste einiges drin sein. So 8, 12.000 sicherlich. Ah, 6.000. Bist du 6.000, 7.600. Also wir haben nur. Ja. So. Man kommt links. Fuß rechts, dann mal die Bullen versorgen, zumindest versuchen, oder die Tiere links die Kühe versorgen, ne? Wenn ich einen Trigger finde, ist gut. Das ist nicht ganz so einfach, was genau wo ist. Rechts wäre nur links machen. Ich möchte ja eigentlich die Milchkühe das Heu geben. Im Grunde wäre das egal, aber der Trigger soll hier gewesen sein, oder? Wir fahren mal hier zurück. Normalerweise ist der Trigger immer da am Bereich des Futterbereichs, ne? Also links, ja, links ist richtig. Wenn ich hier keinen finde, dann geht's Richtung. Ups. Haben die schönes Heu, bestes Heu. Die Krähen verschwinden im Schnee. Machen wir das sauber, ne? Das ist ja diese Lage. Aber das ist gut dabei. Wenn das Mist wäre, wäre das eigentlich schlecht. Dann müssten wir ein anderes Fahrzeug nehmen dafür. Zum Reinigen. So ist das. Wurscht. Au. So, was haben wir zu sehen? Das ist verkehrt. So. Silage 30.000. 10.000. Na ja, gut. Mehr aus Gras. Das ist ja jetzt egal. Jedenfalls haben wir Nachwuchs.
Tier Nummer 258, 41 Kilogramm. Und die brauchen garantiert 2 Jahre jetzt, um entsprechend groß zu werden. Ne? Ja, das ist mal unsere Kühe, unsere Bullen. Haben zwar ein Euter, aber ist egal. Ne? So, liebe Schau, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich schaue mal, was wir machen können. Ich glaube, wir müssen Holz oder ein bisschen Silage fahren. Wir ein bisschen Holz machen. Dann sage ich immer Tschüss und wir winken. Ciao, ciao. Ja, wir sehen uns gleich wieder zur nächsten Folge, wenn ihr möchtet. Gerne. Ich danke schon mal fürs Reinschauen. Tschüss.